Recht herzlich willkommen zur 90. Folge von City Skylines. Ja, wir sind drinne, um den Müll zu verschieben. Genauso war's. Gerade einmal reingeschaut. Hier hinten gibt's auch noch Müll. Gut. Und da hinten sieht's so aus, als ob da schon was machbar ist. Nein, das ist nur 79% voll. 81, da passiert erstmal gar nichts. Aber hier haben wir eine Müllverbrennungsanlage noch. Die können wir doch definitiv schon mal verschieben. Und zwar hier vorne irgendwo hin, wo wir diesen schicken neuen Kreisverkehr gemacht haben und wo wir Müllverbrennungsanlagen in der Mitte haben werden. Ja. Da oben war noch eine. Die können wir auch verschieben. Kommt da weg, kommt hier hin. Da geht leider nicht. Aber da. Gut. Das zu. Was ist hier los? 100% voll. Das heißt, die muss geleert werden. Die funktioniert noch. Ah ne, die gehen gerade leer. Alles klar. 78 voll. 99 voll. Dann würde ich sagen, machen wir die auf jeden Fall auch leer. 97 voll bedeutet auch leeren. Oh, das wird schon wieder ernst dann, ne? Die ist nur 8, okay. Und die 43 können wir laufen lassen. 92, na, die lassen wir noch einen Moment laufen. 21, 77%, 6%, also gut. 1%. Ja, die haben wir gerade erst umgeschichtet, die letzten hier, ne? Gut, wieder anzeigen bitte. So, da haben wir da drei Stück. Gucken wir mal, die ist 79% voll, leert sich aber, genauso wie die anderen beiden ja auch. Die noch 10% und die andere war 13, ne? Jo, geht. Frosch im Hals. Die ist leer, oder? Okay, dann können wir die verschieben. Hierhin. Wunderbar, wieder eine und warte, die können wir freigeben, dann läuft. Wieder anders Symbol. Die da oben hatten wir. Dann gibt es hier noch welche. Oh, da ist noch eine in der Mitte, die können wir auch losreißen. Die hat 0%. Also jetzt geht's ja gar nicht mit dem Frosch, ne? Fehlt nur, dass er anfängt zu quaken. Gut, wieder ein weniger. Die anderen beiden müssen noch. 84% voll. Das dauert noch eine ganze Weile. Und 17, okay, da wird es schneller gehen. Hier ist auch eine fertig zum Verschieben. Wunderbar. Ah, da ist eine Müllverbrennungsanlage hingekommen. War jetzt nicht so eine tolle Idee. Dann würde ich jetzt fast sagen, starten wir die nicht, sondern verschieben die nach da. Und dann verschieben wir die daran. So ist besser. Der Müllwagenkorso fährt da lang, ne? So, zoomen wir mal ein bisschen raus. Die beiden hatten wir. Da geht auch noch was. Das ist auch eine Müllverbrennungsanlage. Die kann dann auch dahin. Oh, hier fehlt es dann an Strom. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Dahin. Was ist das denn? Das ist eine Polizeiwache. Das ist gar keine Müllverbrennungsanlage. Okay. Ach so, die war dafür, ne? Kommt die dahin? Okay. Ich glaube, da müssen wir mal eine Lücke lassen, falls wir da irgendwas noch brauchen, was dahin muss. 8%, Gebäude leert sich aber. Hier unten sind noch zwei. Na, nehmen wir erst die. 73%. Und die zwei auch gerade runter 71%. Hier sind noch welche.
Die leeren sich alle. 81, 29, 82, 28, 26, 33, 25, die werden auch weniger, hier oben, 25, ist das nur eine Müllverbrennungsanlage? Nein, das ist eine Arztpraxis, 80, gut, die haben wir geguckt, die haben ein riesen Müllproblem da. Habe ich hier schon geguckt? Ich weiß nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber die sind auch alle am Leeren schon. 45. 40%. Da ist noch was mülltechnisch. Hatte ich die beiden schon? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube schon. Hier ist noch 88. Und 88 nennt sich auch, aber ein Symbol nur, oder was? Ist hier noch Müll? Nein, ist hier nicht mehr. So. Hier war noch ein Müllproblem. Das ist was für ein Haus. Fließheck geparkt. Müllberge. Budgetfenster aufrufen. Ach, ein Stadion ist das, okay. Naja, Fußballstadion nicht immer viel nach dem Spiel drin, ne? Gut, das haben wir auch wieder geschafft. Wir haben noch gesagt, dass wir dann noch ein paar Häuser abreißen wollen. Die dann leer stehen, so wie dieses hier und das. Das. Dann sind die Nachbarn auch wieder zufrieden. Da sind noch zwei. Die freuen sich dann daneben ja auch. Da sind zwei Bushaltestellen, die nicht angeschlossen sind. Keine Ahnung, ob wir das noch hinkriegen. Da ist auch einer. Und hier ganz viel Agrarprobleme. Keine Ahnung warum. Was ist das? Shit, das war das Falsche. Einer musste daran glauben. Das ist alles weg. Hier sind nur drei. Hier auf der Seite gibt es auch welche. Das ist der, ne? Ja. Die sind auch alle weg. Da liegt es wohl an ungebildeten Arbeiten wahrscheinlich, dass da nichts geht. Deswegen verlassen die das nachher dann. Hier sieht's alle gut aus. Da gibt's noch einen in einem Industriegebiet. Ich glaube, das war der. Hier ist auch noch einer. Da ist noch ein Schutthaufen vom Feuer. Die beiden weg. Die weg. Den weg. Das ist alles okay. Da gibt's noch zwei Häuschen, die weg müssen. Hier sieht's gut aus. Ja, da sind nur drei. Drei weg. Hier ist alles schick. Da ist mittendrin einer. Oh ne, da sind auch ein paar mehr, glaube. Die fallen nur im ersten Zug nicht so auf, ne? Da ist irgendwo auch einer da. Hier auf der Ecke weg. Hier sind noch welche. Ich glaube, das ist der und der. Gut, läuft. Da ist noch einer. Weg, weg, weg. Das ist der große hier, tatsächlich. Da sind noch zwei. Der weg, der weg. Ist das der jetzt gerade? Ja, das ist der. Müll läuft noch. Da ist eins, da ist eins. Hier unten war auch noch irgendwo eins. Da. Richtig. Da ist eins. Glück gehabt. Ich hätte beinahe den daneben erwischt. Da oben habe ich irgendwo auch ein Zappeln sehen.
Der versteckt sich. Ach, das sind sogar zwei. Guck mal an. Die beiden weg. Man müsste so eine Taste haben, wo man Straßen nicht mit zerstören kann, weil hier ist es auch sehr schnell passiert, dass man dann Klick macht und dann zack, Straße auch weg. Hier oben sind noch einige. Der da noch weg. So. Ist hier noch was? Ich glaube, links von dieser großen Straße muss ich noch, aber das ist schon hier alles. Ja, Bus, da ist auch eine Bushaltestelle, die nicht angeschlossen ist. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Jetzt räumen wir gerade auf. Oh, da weiß ich nicht, was das für ein Symbol ist. Kenne ich gar nicht. Ah, das ist bestimmt gebildete Arbeiter oder irgendwie sowas fehlt da. Da sehe ich nur einen. Da auch noch einer. Der weg. Hier sind zwei weg. Die beiden weg. Da. Hier unten ist auch noch einer. Hier sehe ich jetzt keinen mehr, ich glaube. Jetzt haben wir hier aufgeräumt. Hier müsste es jetzt schon wieder welche geben. So sieht's aus. Liegt einfach an, dass wir zu wenig Arbeitskräfte dafür haben. Okay. Da sind noch zwei. Keine Ahnung, was das war. Da hat's gebrannt. Kann auch weg. Hier ist noch einer. Der weg. Der weg. Da oben hat's gebrannt. Sehe ich das Feuerding nicht mehr. Weg. Da gibt's noch einen. So, und hier sind auch schon wieder welche dann. Da habe ich ihn erwischt, der nicht wollte, ist auch klar. Passiert schon mal, ne? So, da ist auch noch einer. Weg. 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 Da ist noch was. Ich glaube, das war nicht das gebrannte Haus, aber ist jetzt auch egal. Ist doch der? Muss wohl sein. Hier sind auch noch welche. Gut. Hier ist die Ölindustrie zu Hause. Sieht gut aus, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Da ist noch eins zwischen. Hier vielleicht nochmal einmal rüber flitzen. Sehe aber keins hier. Alles gut da. Gut, dann würde ich noch sagen, machen wir da hinten noch. Die Mülldeponie brauchte noch Wasser, oder wie war das? Nee, gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Das hat sich erübrigt. Nee, da war Wasser. Das weiß ich nicht, warum das nicht angeschlossen wurde. Da ist irgendwas los. Wollen wir gerade mal reingucken. 100% voll, das heißt, die kann leer. Die werden leer. Ja, da ist alles gut. Dann sind wir damit durch. Ja, gut. Hier wird es dann schwierig, weil ne, Arbeiter ist wohl nicht das Problem gerade. Kommen wir auch genug nach. Wir haben 7000, glaube ich, in dieser Folge jetzt gerade schon dazu bekommen. Dann läuft's ja wieder. Ja, dann würde ich sagen, soll es auch für die Runde wieder genug sein. Nächstes Mal kümmern wir uns mal um weiterhin die Mülldeponien, die wir verlegen können, das ist klar. Aber wir müssen hier da zum Beispiel, das ist eine Bushaltestelle, die nicht angeschlossen ist. Irgendwo anders waren auch noch welche, da waren noch nicht mal Straßen, glaub dran, da müssen wir mal nachgucken.
und wieder öffentlicher Verkehr überhaupt ist. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.